Moin moin zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Runde XCOM 2. So, wir sind hier mitten in einem Advent-Einsatz, um einen Konvoi zu befreien. Die Vorräte zu stehlen. Und wir haben hier schon den ersten Angriff ziemlich gut rumgebracht. Machen wir das so? Wie viel Schaden zeigt er denn an? Ach, 9. 6 bis 11. Das hat funktioniert. Oh, schade. Hoffentlich lohnt sich das. Na, können wir die beide ausschalten mit zwei Schwerthieben? Ja. Das war nice. Das war wirklich nice. Los, los, los! Magnetgewehr. Tauschgewehr, du kannst mal. Oh. Spurte los! Da ist nirgends mal eine Deckung für dich. Schon unterwegs. Hier sind Admin-Truppen. So, nochmal das gleiche. Kein Problem, Boss. Okay, den heben wir uns mal auf. Oh. Was soll denn, der kann gar nichts machen? Nee, das Risiko geben wir nicht ein. 3 Schaden. Gestreift Schuss. Nur ein Streifschuss. Nee. Ich rücke aus. Daneben, es wird echt kritisch. Muss mich zusammenreißen. Das wird echt kritisch. Schon unterwegs. Los geht's. Schaden. Ich musste natürlich oben am Hügel treffen, ne?
Oh, er darf noch mal. Ja. Nice. Nicht schlecht. Oh, unerbittlich sogar immer noch. Wow. Ja, will ich aber nicht bewegen. Ich will ihn nicht bewegen. Sind natürlich die Prozentzahl gleich höher. Habt ihr das gesehen? Die Waffe verschlingt meine Munition. Oh. Da ist ja noch eine Patrouille. Da ist ja eine Patrouille. Wird wahrscheinlich nicht mit einem Schlag werden, ne? Ja. Abgeprallt. Oh. Wenn ich dich in diese Position bewege, sag mir bitte, dass du auf den Fallen kommst. Daneben. Feind steht noch. Munition ist gleich alle. Ganz mies. Ganz, ganz mies. Wenn es sein muss. Hoffentlich lohnt sich das. Ich lasse auf alle mit einer Handvoll Waffe vor. So. Bitte sehr. %68. 3 Schaden noch immer. Kaum der Rede wert. Brauche Munition. Nö, das will er nicht schaffen.
Deswegen geben wir Unterstützungsfeuer. Dafür darfst du ihn auch ausschalten, ne? Nachladen. Ich bin bereit. Wer braucht die XP? Glaube. Der da unten soll die XP mitnehmen. Begebe mich zu dieser Position. Und hauen weg. Ach komm. Nicht gut. Waffe leer, kann nicht angreifen. Waffe leer. Drücke vor. Da lad die da unten. Oh, der Dritte hat's geschafft. Feindliches Ziel erledigt. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja, der eine verwundete Soldat, das ist echt schade. Aber die machen auch schon mächtigen Schaden, ne? 8 Schadenspunkte. Das ist schon nicht ohne. Aber ich finde die neuen Anzüge, die machen es echt weg. Habt ihr schon die letzten Rüstungen sind? Wäre schade. Wohl, wir haben jetzt Ding, Magnetgewehre, Gaussgewehre und Strahlenwaffen. Wir nehmen Advent Stück für Stück auseinander, Commander. Beeindruckend. Ja, Beute, Allier, die Vorräte, Helium-Kerne, ja. So, jetzt geht's in meine Waffenkammer rein, ja. Nee. Was kann ich für Sie tun, Commander? Neue Waffen braucht die Welt. Wir brauchen Sturmkanonen. Plasmagewehre. Und das war's. Mehr Geld haben wir wieder nicht. Mal so eine Blendgranate mitnehmen. Ich muss sagen, wir machen recht wenig mit Blendgranaten und so weiter. Echt eigentlich ein bisschen schade. Ich arbeite immer noch an der aktuellen Forschung, Commander. Avenger berechnet neuen Kurs. Oh. Alien-Projekt, müssen wir uns mal wieder drum kümmern.
kritischen Sektor. Willkommen, Commander. Captain Grenadier, Wissenschaftler. Nein, brauchen wir alles nichts. Wir holen uns einmal quer über die Weltkarte düsen. Fetzen entdeckte Feinde. 9 entdeckte Feinde. Oh, nett. Der Archon ist das Ergebnis einer aufwendigen Fusion von Alien-Biomaterial mit fortschrittlichen mechanischen Unterstützungssystemen und stellt an Alien-Standards gemessen ein außergewöhnlich verspieltes Design dar. Seine einzigartige Erscheinung versprüht einen Hauch von Autorität und ich kann nur vermuten, dass die Aliens ihn als eine Art Herold für ihre restlichen Truppen entworfen haben. Ich bin mir nicht sicher, was genau die Aliens mit einem derart kühnen Design erreichen wollten. Fusionsklingen. Zumindest sieht es beeindruckend aus. Nett. Also. Die ganze Psionik haben wir noch nicht mehr erforscht. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. So. Brasilien. Tja, also Leute, jetzt sagen wir, greifen das jetzt an. Ja, auf geht's zur nächsten Einrichtung. Es muss sein, Leute. Es muss sein. Wir haben... Da fehlt ein Specialist. Haben wir hier keinen Specialist mehr? Oh nein. Ey, ist das alles, sind das alles meine Leute? Dann nehmen wir halt lieber einen Ranger noch mit. Okay. Medikit. Na gut, bevor er gar nichts mitnimmt.
Und hier, Fehlschussmachenschaden. Fertig. Ja, dann geht's zum Angriff auf die Feindbasis. Aber das Ganze zeige ich euch in der nächsten Folge. Das heißt, wenn ihr sehen wollt, wie ich die Einrichtung mal wieder dem Boden gleich mache, ganz sicher, Hust, Hust, dann müsst ihr beim nächsten Mal einschalten. Bis dahin, ciao, ciao, euer Blograum.